Moin Leute, da melde ich mich mit dem 21. Teil der Knast-Serie. Ich komme wieder in Berlin an. Heute ist das Thema irgendwie Ankunft, Prozess, die Ungewissheit. Es war jetzt, wir sind von dem Drehkreuz Brandenburg losgefahren. Ich war auch wieder, wir waren auch hinten wieder zusammen drin. Ich hatte meine kleinen Heftchen, hatte ich gut verstaut, um die mit rüber zu retten. Die anderen Sachen, die ich aus der JVA aus Bützow mitgebracht hatte, die sind dann ja im LKW oder in dem Transportbus sind die ja untergebracht. Die sind versiegelt. Also ich hatte Fernseher mit Wasserkocher, Schermaschine, alles das. So die technischen Geräte, die ich mittlerweile hatte. Also war ich diesmal darauf vorbereitet, okay, Berlin kann diesmal in Ordnung gehen. Einkauf wird auch relativ schnell wieder gehen. Ein Problem, vor dem ich stand, war natürlich, das Geld musste hin und her überwiesen werden zwischen den Anstalten. Jetzt könnte man sich denken, naja, scheiß drauf, schreibst halt einen Antrag, ein VG 51 als Gefangener und bitte drum, ich gehe auf Transport, ich bitte drum, das Geld von der JVA Berlin in die JVA Bützow zu transferieren. Da könnte man sagen, ja, ein Tag dauert eine Überweisung, ja, das ist auch so. Aber wir reden hier von einem bürokratischen Monsteraufwand. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sowas dann gegenzeichnen müssen. Dann wird noch gewartet, ob das Geld alles frei zur Verfügung ist, ob das noch beschlagnahmt wird, ob davon noch Dinge bezahlt werden müssen und so weiter. Das heißt, das Transferieren von Geld hin und her von einer Anstalt zur anderen Anstalt ist ein Riesenaufwand. Auf jeden Fall. Ich habe mich irgendwie, mir ging es halt richtig schlecht, auch da hinzukommen. Ich hatte keinen Bock. Ich wollte lieber wieder in meine dreckige JVA Bützow damals, ins alte Hafthaus, anstatt nach Berlin. Aber gut, ich habe gehofft, ich komme irgendwie auf die Piste wieder zurück zu Joe, dass ich den wieder treffen kann und dass ich zumindest einen Ansprechpartner habe. Wir waren jetzt hinten im Bus und die Fahrt von Brandenburg nach Berlin ist dann nicht so spektakulär. Wir saßen hinten drin, man raucht eine Ziggy nach der anderen und man verabredet sich dann so im Knast. Ja? Also das sind dann so, auch so Gespräche, das muss man sich so vorstellen. Ja? Man lernt sich kurz kennen, man connectet ganz kurz. Und dann sagt man sich, oh Digga, hier ist mein Name und tausch mal aus, hier ist meine Adresse, hier kannst du meiner Frau mal schreiben, wenn du Hilfe brauchst, dann sagst Bescheid und so weiter. Ja, rein theoretisch wissen beide, Digga, wenn wir uns jetzt hier aus den Augen verlieren, dann war es das, adios, ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Aber in der Haft, also wenig überdauert die Haft dann, da muss man schon eine lange Zeit mit verbracht haben oder intensiv oder es müssen halt dementsprechend auch mal Menschen aufeinander getroffen sein, die das auch dann irgendwie in Zukunft gut machen wollen. Die können sich gegenseitig stützen, aber ansonsten sind Knastfreundschaften, die gibt es nicht nach meiner Meinung. Das ist mehr so Haftspannis, also man durchsteht eine schwierige Zeit zusammen, viel mehr gibt es dann da nicht. Auf jeden Fall kamen wir dann mit dem Bus an, man guckt, ich habe jetzt nicht so viel rausgeguckt, weil wir auch viel gequasselt haben. Das zog sich dann so eine Fahrt und dann habe ich gedacht, na scheiße, wie läuft das in Berlin? Diesmal ist das wieder mit einer Aufnahme unten, mit den Zellen unten, wo der Fernseher drin war. War mir aber scheißegal, ich hatte meinen Fernseher mit. Wie läuft die Aufnahme diesmal? Okay, irgendwann lässt man das so ein bisschen auf sich zukommen und man kann ja eh nichts dran ändern. Also eine Empfehlung, die ich habe, ist natürlich erstens nicht ins Gefängnis kommen und zweitens sich der Situation anpassen. Je schneller man die für sich akzeptiert und so einfacher ist das dann auch. Also es war dann so, dass wir dann ankamen und dann war es wieder eine Aufnahme. Also man kommt wieder mit dem Bus rein, man wird rausgebracht, man kommt in so eine Aufnahmezelle, wieder nicht hinsetzen, alles stinkt nach Pisse, Urin, dreckig. Man klemmt sich alle Geschäfte ab, die man hat, klemmt man sich, ja nichts berühren, ja nichts anfassen. Und dann werden die Sachen ausgeladen, die werden dann auch zu der Kammer, wurden die auch in Berlin gebracht. Und ich wurde dann ranzitiert zum Tisch, dann Gefangener, Buchnummer so und so, Herr Schlaffer, kommen Sie mal her und dann, yo, Captain. Und dann kam ich da rein und dann sagte er so, ja, Ihren Wasserkocher, den können wir Ihnen nicht rausgeben. Ich so, ja, wieso das denn nicht? Ja, der Wasserkocher ist in Berlin-Moabit nicht zugelassen, die alten Stromleitungen, da fliegen die Sicherungen raus oder wegen der Sicherheit, weil so ein Wasserkocher braucht wohl mehr Energie als, keine Ahnung, ich bin eigentlich total technisch der Idiot. Aber auf jeden Fall habe ich den Wasserkocher nicht bekommen. Ich so, Digga, das ist mit eines meiner Hauptsachen, die ich brauche für Kaffee, für Tee. Ich habe sogar auf dem Boden, also man muss sich das so vorstellen, dass man wieder so ein Lifehack so aus dem Knast nochmal, ich hatte am Wasserkocher schon gesagt, unten ist ja, es gibt Wasserkocher, die haben unten eine Art Platte und nicht so ein Heizstab drin. Und auf dieser Platte kann man dann Sachen anbraten.
Ja, habe ich nicht sehr oft gemacht, weil danach alles halt auch nach angebratenen Zwiebeln oder Nudeln oder sonst, ja, das taut irgendwie nicht hin. Also meine Welt war das nicht. Aber ich war halt im Knast Kaffee-Junkie und ich sagte ja, er sagt, das geht nicht, ist bei uns verboten, Wasserkocher mit der Wattvoltzahl, keine Ahnung. Er sagte, ja, scheiße, und nu, ja, er sagte, besorgen sich einen Tauchsieder. Ich sagte, ja, na klar, kein Problem, schließen Sie doch einfach mal auf, ich hole mir schnell einen Tauchsieder, oder? Wo soll ich den denn herbringen? Ja, müssen Sie sich beim Einkauf bestellen. Ja, alles klar. Beruhig dich, Philipp, läuft. Wie ging's weiter? Alles kontrolliert. Und dann kam mich der nächste Hammer. Und dann sagte er so, ja, wir haben hier einen Fernseher und der wurde ja verschifft in dem Originalkarton, in dem der eingeliefert worden ist. Der wurde ja durchsucht in Bützow und in dem Originalkarton war dann drauf und dann stand da auf dem Fernseher irgendwie 17, 18 Zoll oder so. Oder 20, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie sowas. Ich glaube 17 Zoll oder 16 Zoll. Irgendwie sowas. Und dann sagt er ernsthaft zu mir, sagst du zu mir, ja, in Berlin ist nur bis 15. Ich so, ja, okay, alles klar, das verstehe ich, das heißt, was jetzt? Und er sagt, naja, Ihr Fernseher ist ein Zoll zu groß, das ist bei uns nicht erlaubt und die Regeln sind nun mal da. Ich sag, also alles wird hier stattfinden, ne? Ich sag, ich brauche diesen Fernseher. Ich sag, hören Sie mir mal zu, ich bin auf Transport, ich düse hier hin und her zwischen den Bundesländern. Ich habe nie eine Zelle, wo ich mich mal einrichten kann. Ich bin nie beim Einkauf dabei. Das ist das Wichtigste in meiner kleinen Knastwelt. Diese dumme Briefmarke. Ich brauche diesen Fernseher. Und dann waren da 3, 4 Beamten drumherum, die haben gesagt, passen Sie mal auf. Sie sind erstens hier, weil Sie sich nicht an die Regeln gehalten haben und diese Regeln gelten nun mal hier. Ich sag, das kann ich. Ich sag, ich brauche diesen Fernseher. Ich muss jetzt hier irgendjemand sprechen. Ich muss sofort den Anstaltspsychologen oder die Psychologin sprechen. Ja, das ist immer so ein typischer. Oder den Seelsorger. Ich muss hier irgendjemand sprechen. Ich brauche diesen Fernseher. Und ich konnte das gar nicht glauben. Alles andere war mir scheißegal. Privatklamotten, Bettwäsche. Das war mir alles scheißegal. Hätten sie mir alles wegnehmen können. Von mir aus Kaffee, Essen, alles. Aber ich brauchte diesen Fernseher. Und dementsprechend sank so meine Laune. Und ich habe diese Laune glücklicherweise nicht für meinen damaligen Ton noch so umgewandelt. Und so, ja, dann fickt euch alle und so. Und sieht sich immer zweimal im Leben und so weiter. So dumme Drohungen von dummen Menschen, wozu ich ja nun mal gehört habe. Vergangenheit. Heute King unter den Kongs, Leute, ne? Aber ich hab mich so aufgeregt über die Situation, nicht, dass ich so sagte, also ich schieb das so auf die, klar, die Regeln sind dazu da und so weiter. Ey, und dann war das so, dann muss man sich das vorstellen, dann kam so ein Beamter so zu mir an und sagt so, ja, wo kommst du denn her? Du hast ja so einen norddeutschen Akzent, wo bist du denn vom Transport hingekommen? Und ich sag so, ja, hier, ich komme oben von der Ostseeküste, ich sag, ich komme aus Wismar und komme von der JVA Bützow, ich sag, ich brauche diesen scheiß Fernseher. Und er sagt, weißt du was, pass mal auf, ich gehe mal kurz mit den Kollegen sprechen. Ich sage, das war ein JVA-Beamter und der sagte so, ich komme selber von der Küste und ich spreche nochmal mit den Kollegen. Und dann ist er hingegangen und kam zurück und da habe ich schon gesehen, wie er mich angenickt hat. Digga, also egal, wenn du dieses Video hier siehst, also dieser Beamte aus der JVA Moabit, der damals gesagt hat, nimm den Fernseher mit, scheiß wegen dem 1 Zoll, mach da keinen Hack-Mack draus. Der hat echt mit seinen Kollegen gesprochen und hat gesagt, pass mal auf, der Junge hat eine schwierige Zeit, sowieso Gefängnistransport, der kommt da oben, drückt mal ein Auge zu. Und dann die Kollegen haben dann gesagt, jo, machen wir, Digga, ich den Fernseher bekommen. Da muss ich fühle heute noch mit mir selber mit, wo ich gedacht habe, ich krieg diesen Fernseher. Es ist so, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ja, also man lernt, Dinge wieder zu schätzen und ich war ihm so dankbar. Ich sage, wow, Digga, vielen, vielen Dank, ey, dass du das gemacht hast. Und einfach, und ich glaube, es wäre nicht gegangen, wenn ich das gesagt hätte, jo, fickt euch alle und so weiter. Dann hätte das mir nicht so passiert. Also immer mal hier erst das einschalten und dann das Ding. Zweimal denken, einmal reden. Und ja, da habe ich mich super gefreut, ne? Also, und dann habe ich noch die Nachricht bekommen, ich komme auf die Piste, ich komme wieder sozusagen fast in meine alte Zelle, habe trotzdem eine neue Zelle bekommen, aber auf die Piste wieder, dass ich wieder zu Joe kann. Dann hat man so einen Handlaufwagen bekommen, ja, da packt man so Fernseher auf, seine anderen Boxen mit der Bettwäsche, Wäsche. Man hat so ein bisschen was unterwegs, wenn man dann so auch als Gefangener ist und ein bisschen ein paar Sachen von draußen reinbekommen hat. Wasserkocher war mir scheißegal, habe ich mir vorgenommen, mir einen Tauchsieder zu bestellen. Ich wusste nicht mal, was ein Tauchsieder ist, so ein Idiot bin ich. Aber gut, ist so, habe ich dann gelernt, was das ist. Und ich habe dann den Handwagen geschoben.
Ich wusste ja noch, in welcher Zelle Joe saß. Ich habe dann den Wagen vorbeigeschoben und ich sagte dann zu dem Beamten, Digga, kann ich ihm kurz sagen, dass ich wieder hier bin in Berlin? Er sagt, ja, na klar, da habe ich gegen die Tür geklopft. Und sagt, ja, Digga, ich bin wieder da. Oh, Philipp, bist du das? Und dann, wie er dann so geredet hat, so Berliner Slang, so ein bisschen, ja, Mann. Und also, ich fand das irgendwie, ich kann das so schlecht nachmachen, das war schlecht nachgemacht, ne, scheiß drauf. Aber er hat sich richtig gefreut, dass ich da bin. Er sagt, jo, Digga, Hofrunde nachher, frag mal wegen Umschluss. Ich sag, ich den Beamten angeguckt, der hat so abgenickt, er sagt, heute wird das nichts mehr. Richten sich erstmal ihre Zelle an und morgen dann wahrscheinlich. Ich, oh. Und dann freut man sich irgendwie, ja, es ist trotzdem irgendwie total depressiv, dass man da ankommt, wieder Transportzelle einrichten. Ich habe dann den Beamten noch gefragt, kriege ich hier Putzzeug, ich will die Zelle ein bisschen putzen. Das ist immer so der erste Akt, den ich gemacht habe, wenn ich so eine Zelle bezogen habe, mir Putzzeug vom Hausarbeiter geben lassen und dann einmal die Zelle durchputzen, durchwischen, durchfegen, Klo sauber machen und so weiter. Also ist, ich kann mir auch was Besseres vorstellen, dadurch zieht es mich hier so fast, dass mir das Jucken kommt. Aber das ist einfach so, einfach wichtig, selbst die soll ja sauber übergeben werden, aber naja, man kann sich einige Leute mit der Hygiene im Knast vorstellen. Also das war dann schon... ziemlich massiv und die Knäste riechen auch alle sehr ähnlich, immer nach kaltem Rauch, Desinfektion. Dann macht man das, versucht man sich das so ein bisschen da, heimisch zu machen. So eine Zelle dann so sich vorzubereiten. Ich habe da meine Bettwäsche aufgezogen. Wenn du die eigene Bettwäsche hast, das ist schon sehr, sehr viel wert. Ja, also ich habe meine Privatklamotten dann angehabt, meine Bettwäsche aufgezogen, Fernseher aufgebaut, reingesteckt, ging, lief, oh, den Transport überstanden. Das war ja nun auch nochmal so wichtig. Naja, alles andere, was ich dann dabei hatte, packt man dann aus, packt die Sachen zusammen. Und da freut man sich dann schon echt drüber. Also immer noch auf einer Skala Stimmung im Knast, immer noch null. Aber wenigstens die kleinen Dinge, die müssen klappen. Ich hatte dann ja auch noch viel vor mir, der Prozess ging weiter und ich wusste, in den nächsten 2-3 Tagen hatte ich irgendwie Prozesstermin. Ich habe dann eingerichtet, Fernseher an und dann passiert auch nicht mehr viel, dann gibt man noch Essen, ich habe Einkaufslisten dann mir auch gleich geben lassen, alle Zettel wieder geben lassen, alle Zettel, ich habe dann auch immer so alles gebunkert, ich bin ja dann so eine Datenkrake, ich hatte ja so Ordner, die ich mit hatte, wo ich auch meine Gerichtsakten und Haftbefehle und so drin hatte. Und habe dann gleich ausgefüllt, was ich wieder zum Einkaufen hole und Antrag auf Telefonieren gestellt, Antrag auf Besuch gestellt. Alles wieder neu von vorne machen. Also glaubt das nicht, wenn ihr so auf Transport hin und her fahrt, dann die Anstalt hat sich das gespeichert. Die wusste ja nicht, ob ich wiederkomme. Erstmal zack, löschen, weg. Und alles wieder neu beantragen von Sport. Sport wurde in Berlin dann auch gleich abgelehnt. Auf jeden Fall dann erstmal die erste Nacht in Berlin. Und dann schiebt man sich den Fernseher so lange rein. Es war ja auch wieder sehr laut. Meine Taube kam auch wieder zu Besuch, hat mich begrüßt auf dem Fenstersims. Und das war dann einfach auch nervig. Nächster Tag hat gestartet dann, wie immer, Frühstück auf. Passiert ja nicht viel, ich habe nur darauf gewartet, dass die Hofrunde ist. Ich bin dann runter zur Hofrunde und habe schon im Flur Joe getroffen. Man hat sich echt herzlich so begrüßt. Das ist so, als wenn man wirklich so einen alten Bruder wieder trifft. Das ist so ganz krass, wenn man da so ein bisschen Zeit verbracht hat und die Leute so wieder trifft. Ist das ganz wichtig, das sind auch ganz wichtige Stützen, die einem auch in depressiven Momenten im Knast auch wieder hochholen können und einem Zuspruch geben können. Wenn man schon in schlechten Momenten ist, und das ist egal, ob im Knast oder draußen, braucht man Menschen, die einem dann auch mal vielleicht ein paar Worte sagen, dass es wieder aufwärts geht und an einem glauben und so weiter, das ist mega wichtig. Und das hatte ich dann auch in ihm auch gefunden, man hat sich gegenseitig zugesprochen und wir haben uns gut verstanden. Ich habe mich richtig gefreut, mit ihm die Hofrunde zu gehen, man muss sich Joe auch so vorstellen. Er kommentiert ja auch manchmal hier unter den Videos. Wir haben sehr unterschiedliche Erinnerungen daran, wie er aussah. Er sagt, er hat nie seine Jogginghose in die Socken gesteckt. Ich sage, ja, dann hat er sie nur hochgekrempelt. Das ist auch scheißegal. Auf jeden Fall immer die Hofrunde gegangen. Er war ja sehr gläubig, mit seinem Kreuz rumgespielt, christlichen Glaubens. Und ich ja als alter Atheist, und immer, ich kann mich hier immer nur dran erinnern, ja Mann, wenn wir was gesagt haben. Ich habe ihn nicht anders in Erinnerung als das. Und ich fand das immer so interessant bei ihm, weil... er dann so sagte, ja, Digga, du musst dich davon lösen, von der Kriminalität und so wegen Gott und was ist, wenn du dann mal vor dem Schöpfer stehst und so weiter. Ich sagte, Digga, du bist doch in der gleichen Lage, du bist auch hier. Ja, also, Finger auf mich, ne, Finger erstmal auf dich. Ja, also, da hatten wir dann echt so Gespräche geführt, so bei der Hofrunde und sind auch schon zu den Beamten hin. Und das sage ich immer wieder, Ton macht die Musik, Leute. Im Knast auch ganz wichtig. Ja, es heißt nicht immer die Scheißbeamten, ja, aber die müssen sich auch den ganzen Tag immer irgendwelches Gemotze und Beleidigungen anhören. Und wenn man oft ganz normal hingeht und dann sind wir hin und haben gesagt, oh, ich bin ja auf Transport wieder hier und ich muss einfach mal jemand sprechen, mir geht's nicht gut, ich habe auch Antrag gestellt auf Psychologe und Seelsorge und so weiter, aber
kriegst ja keine Termine, Berlin hast keine Termine bekommen und ich als Transporter sowieso nicht, haben wir gefragt, oh, kann ich heute Nachmittag mal zu Joe rüber in die Zelle Umschluss lassen, wir wollen hier irgendwie ein paar Kekse essen und Kaffee trinken und eine Ziggy rauchen und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube schon, 14 Uhr bis 16 Uhr schließe ich euch mal um und naja, geht mal hoch, so von der Hofrunde, macht die Glotze an, setzt sich hin, ich habe Briefe geschrieben, ich habe mich vorbereitet auf den Prozess, der wieder weitergehen sollte. Und ja, hab dann den Nachmittag abgewartet, muss man sich das so vorstellen, so, dann nennt sich Umschluss. Ja, also man hat ja grundsätzlich, in den meisten Knästen hat man eine Einzelzelle und man kann dann bei den Beamten, da gibt es festgelegte Zeiten eigentlich vom Staat, wie viel Freizeit so ein U-Gefangener hat, wie viel Freizeit ein Strafgefangener hat und so weiter. Und dann kann man sich zu anderen Gefangenen in die Zelle schließen lassen. Höchstens auch, ich glaube, zu zweit. Ich habe auch Beamten gehabt, die Ausnahmen gemacht haben, auch, um es mal auch zu dritt eingeschlossen und so weiter. Das liegt dann immer so ein bisschen im Ermessungsspielraum. Ja? Wie gut kennen Sie einen Gefangenen und wie viel Vertrauen haben die schon? Wie gut lässt man sich führen? Also das hat immer ein bisschen damit zu tun, wie man sich selber gibt, Leute. Da braucht man sich keine Illusionen machen. Und dann wird die eine Zelle aufgemacht, dann darf man was mitnehmen. Man, grundsätzlich hat dann jeder seine Ziggis mit Feuerzeug und eine Tasse Kaffee oder bringt Kaffee mit. Und man geht dann in die nächste Zelle und wird mal eingeschlossen. Und dann sagt man, ja gut, ihr habt jetzt 1,5-2 Stunden Zeit und dann kann man in der Zelle ein bisschen sitzen. Der eine sitzt auf dem Bett, dann ist ja auch immer nur ein Stuhl in so einer Zelle, der andere sitzt auf dem Stuhl oder so. Und dann quatscht man eigentlich drauf los. Es ist dann auch über Gott und die Welt. Und das ist auch das, was mich im Knast am meisten angekotzt hat. Das größte Thema, die beiden größten Themen im Knast sind, ausrechnen, wann man rauskommt, weil der Ort so schön ist. Alle rechnen immer raus, ja, wie ich mich gut fühle und ich kriege 2/3, also, oder ich kriege Halbstrafe, dann mache ich Antrag beim Landgericht und so weiter. Alle rechnen ihre Daten aus und das nervt so doll. Und ich habe noch das und das Verfahren, es wird so viel über Gerichte und Verfahren gequasselt, dass man das irgendwie nicht mehr hören kann. Ja? Also ich habe das schon nicht mehr, ich konnte es nicht mehr hören. Und dann die nächsten Gespräche, die dann nochmal beschissener sind, ist dann, wie erfolgreich sie alle sind. Erstmal muss man natürlich sagen, okay, Digga, wir sitzen alle im Gefängnis, wir sind alle nicht die erfolgreichsten Gangster oder Gewalttäter, ja, weil wir erwischt worden sind. So, aber dann viele der Flachpfeifen wollen sich dann auch so profilieren im Knast und damit meine ich nicht alle, weil hier sehr viele auch drunter kommentieren, die auch im Knast waren und die sollen gerne mal hier drunter schreiben, wie das für die so war. Da hat man mit so vielen Menschen so zu tun, die draußen sagen, ja, ich habe das und das draußen, ich bin voll der Millionär und ich kenne 1 Million Leute und aber ich habe hier nur Taschengeld von der JVA. Oder wenn ich wieder rauskomme, drehe ich ein richtig großes Ding. Ich weiß, wie man das so und so macht, habe ich mir schon ausgedacht. Und oh Mann, man sitzt da. Also der sitzt gerade noch eine aktuelle Strafe ab, ja, also als erfolgreicher Gangster und plant dann draußen, was er machen will, aber kotzt ab über die Situation, wie es gerade ist, weil er keinen Tabak hat und keinen Kaffee mehr. Und da kann man dann einfach nicht, sondern da klammert man sich an die Menschen ran, mit denen man auch über Gott und die Welt sprechen kann. Einfach mal das Gefängnis geistig verlassen. Das war für mich ganz wichtig. Man sagt ja immer so, die Gedanken sind frei, die kann man nicht einschließen. Oh, schwer, 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 schwer. Wenn man erstmal da so sitzt, man kann seine Gedanken nicht immer befreien. Ich hatte dieses Thema das schon immer mal. Man kann nicht immer seine Gedanken befreien. Das ist ein schöner Spruch und so weiter. Aber im Endeffekt, den Geist loszulösen von der aktuellen Situation, in der man ist, dass man hier gefangen ist und man weiß nicht, was passiert, wie lange ist die Reise? Ist die Reise noch 1 Woche? Ist die 2 Jahre? Ist die 5 Jahre? Wer weiß das schon? Also so einfach ist das nicht. Dann ist man froh über jeden, mit dem man quasselt, einen normalen Moment austauscht und mal einfach auch so über Gefühle sprechen kann. Ja, ich vermisse meine Pelle draußen, ich vermisse den Hund. Mann, scheiße, ich habe Sorge, wie lange das hier geht. Scheiße, der... Und da braucht man einfach mal so ein bisschen Ablenkung oder privat was fragen und so weiter. Und das habe ich halt auch in Joe gefunden und noch von jemand anderes in Berlin, den ihr auch noch kennenlernen werdet. Und ich habe mich dann vorbereitet, diese Umschlüsse und so, diese Tage in Berlin sind dann sehr, sehr ähnlich immer verlaufen. Hofrunde, Umschluss und da lernt man sich sehr gut kennen, wenn man 2 Stunden sitzt, Hofrunde geht und so 3 Stunden am Tag so fast Zeit verbringt und dann sich sehr intensiv austauscht. Man spricht sich ab beim Einkauf, was lässt man sich liefern, sei es von Kuchen, Keksen, Pringles, Cola und so weiter, lässt sich dann umschließen, bringt was mit und teilt das und so weiter. Das schweißt schon zusammen, wenn man da jemanden hat, mit dem man normal quatschen kann, das macht schon richtig was. Also ich war in Berlin angekommen und musste mich nebenbei, habe ich auf den Besuch wieder gewartet. Ich hatte Nachricht bekommen, dass Freunde von mir hatten sich angekündigt und meine Lebensgefährten hatten sich angekündigt. Da wurde mir gesagt, dass Besuch in Berlin bald stattfinden wird.
Ich habe dann auch einen großen Einkauf bekommen, da habe ich mich riesig gefreut. Irgendwie habe ich sogar 200 Euro rausgeballert. Das Einzahlen hatte geklappt, also ein paar Sorgen wurden mir genommen. Da wurde sich dann doch drum gekümmert und da habe ich mich gefreut. Aber was mich am meisten geärgert hatte, war, ich hatte ja Postkontrolle und ich hatte noch keine Briefe bekommen. Ich hatte in der Zeit, in der ich jetzt unterwegs war, wir reden jetzt über eine Zeit gerade mal von, was sind wir jetzt, 4 Wochen oder so, ja? Vier, fünf Wochen, dass ich immer noch keinen Brief von draußen bekomme wegen der Postkontrolle. Man muss sich das vorstellen, die Post geht ja ans Gericht, da wird die kontrolliert, was da drin steht, ob das zu dem Prozess gehört, für den ich inhaftiert bin, ob das zur Straftat gehört. Dann wurde das an die JVA Bützow geschickt, dann meldet Bützow, der Gefangene ist gar nicht bei uns, dann geht es zurück ans Gericht, dann schickt das Gericht das wieder nach Berlin, dann war ich in Berlin wieder weg. Ach, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ja? Und wenn man dann sagt, ich brauche doch auch einfach mal Post. Und dann habe ich ja auch immer, wenn ich mal nach draußen kommunizieren konnte, habe ich gesagt, ja, hat denn keiner geschrieben, nimmt sich keiner die scheiß Zeit, um mal kurz zu schreiben? Keiner nimmt sich die Zeit und schreibt. Ja, also kriegt man dann auch Frust und wird wütend und die ganze Situation, über die wir nächstes Mal auch sprechen, ich hatte ja immer noch im Hinterkopf, hatte ich die Situation, was ist draußen mit dem Motorradclub, was ist mit dem Druck, der von draußen aufgebaut wird, was ist mit dem Wechsel, wollen die wirklich wechseln, was passiert? Ich konnte nicht nach draußen kommunizieren, das heißt, ich hatte wirklich das Problem, mich jetzt Informationen zu kriegen und die wollte ich dann kriegen bei dem Prozess, wo der losgeht. Ich habe mich darauf vorbereitet, der Prozess lief ja, wir waren mittlerweile beim 14., 15. Verhandlungstag, es ging dabei, bei mir ging es um illegalen Waffenbesitz, um eine Pumpgun, die ich bei mir im Haus abgefeuert habe, auf so einen Idiot, der mich da überfallen hat mit ein paar Kumpels, auf den ich geschossen habe. Ist aber eine andere Story, zu der wir noch kommen. Also illegaler Waffenbesitz und die Produktion einer volksverhetzenden CD. Ich war der Meinung, wir hätten einfach wir hätten es einfach nur zugeben müssen. Ich habe das nämlich gesehen, wir waren jeder mit 2 Anwälten dabei. Der Prozess hat zu dem Zeitpunkt schon um die 15.000 Euro gekostet. Jeder Verhandlungstag 2.000 rauf, boing, boing oder 1.000. Also immer schön boing, boing, boing. Es ging um nichts mehr. Also das Gericht hatte schon verlauten, dass es hier vielleicht nicht um Haft geht. Für einige ja, für einige nein. Aber den Prozess rauszuzögern bringt nichts. Jedes Detail, jeder dumme Zeuge, der da kommt und so weiter. Wenn man erwischt ist, ist man manchmal erwischt und kann das Verfahren auch abkürzen. Einfach, dass man dann eine Einlassung macht, also die Sachen zugibt, die man gemacht hat und dann auch das Urteil halt annimmt. Aber die anderen wollten das nicht und so weiter. Und wir hatten dann ja auch nicht mehr kommuniziert. Das war alles also scheiße. Ich stand also vor dem Problem erstens, was läuft raus mit dem Motorradclub? Kriege ich neue Informationen, wenn ich jetzt zu dem Prozess in den Saal reinkomme? Kann ich mit meinen anderen Mitgliedern aus dem Motorradclub sprechen? Und wie kriege ich den Scheißprozess hier in Berlin zu Ende? Denn ich habe bald wieder Haftprüfung in Schwerin und dann muss ich wieder auf Transport. Und wenn dann der Scheißprozess hier in Berlin nicht zu Ende ist, dann muss ich wieder zurück. Wieder Transport. Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt muss der Prozess beendet werden. Ich habe mir das fest vorgenommen und wir schauen nächstes Mal rein, wie der Prozess weitergeht und wie die Reise in Berlin wieder geht. Auch da kommt der nächste Schock auf mich zu. Also, der King unter den Kongs meldet sich für heute mit dem Video wieder ab. Ich freue mich wie immer, wenn ihr die Arbeit unterstützt im Livestream. Guckt mal auf extremistlos.de, die Seite auf furchtloses-herz.de. Schaut bei Instagram rein, Philipp Schlaffer. Also, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das hier zu unterstützen. Wenn ihr Menschen kennt, wenn wir die Interviewreihe anfangen, wenn ihr Menschen kennt, die eine interessante Lebensgeschichte haben aus gewissen Milieus, die einen Wandel vollzogen haben, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Auch das hier unten ist alles unter dem Video. Kommentiert hier gerne. Ich freue mich, dass ihr dabei bleibt und ich sende euch ein Ahoi von der Küste.